Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm und wie beim letzten Mal schon Multiplayer mit mir, dem Nefkara, und wie beim letzten Mal schon am Montag, wo Yoshi hätte da sein sollen, gibt's kein Yoshi, aber dafür wieder mit mir, dem Master D. Genau. Das war total... Du wusstest nicht, ob du reden solltest, wa? Ich wollte früher einhaken, aber da warst du noch am Reden. Ach ja, die typische Einleitung. Wir haben uns ja nicht schlecht geschlagen, aber ihr kennt das, wenn man diese Platzierungsmatches macht, werden die Gegner immer stärker. Und das letzte Mal haben wir ganz stark gespielt gegen Silber. Das heißt, jetzt müsste eigentlich was ziemlich Hohes kommen, wenn wir Pech haben. Naja. Richtig behindert wäre, wenn wir alle 5 Matches gewinnen würden. Man kommt immer noch in Platin, wenn man alle 5 gewinnt. Immer noch. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, ich habe noch nie geschafft, alle 5 zu gewinnen. Ich hatte mal 4 von 5, aber niemals 5 von 5. Ach, ich habe einmal geschafft, 4 von 5 zu gewinnen und dann bin ich direkt in Platin gekommen. Aber das war noch ganz am Anfang. Ja, ich bin auch 4 von 5 und bin Platin gekommen. Aber am 2 und 2, nicht um 1 und 1. Ja, bei mir auch. Ne, 4 und 4 war das bei mir. 4 und 4 war ich auch schon Platin. Da hatte ich aber einfach nur Glück, dass ich übelst gute Mates hatte auf einmal und die haben dann für mich gewonnen. Ja, ich habe hier mit einem Abonnenten gespielt, der Dia-Liga ist, und dann war das eigentlich easy peasy. Einmal hatten wir halt Master League-Gegner, da war dann ein Ende im Gelände. Da war das 5. Match dann nicht mehr zu holen. Ja, geht eigentlich der Gegner. Wir müssen, ja toll, wir spielen genau das, was wir auch spielen. Schön zu wissen. Da kommt bestimmt, verlass dich nicht auf der Karte, so wie das Yoshi macht ab und zu gerne mit dem... Mit der Wall, die ist schneller tot, als man denkt. Viel schneller, als man denkt. Man kann immer noch gerusht werden, wenn der richtig durchpumpt, der Zerg, statt zu exen. Gut, der Sixpool klappt nicht mehr, aber dafür alles andere, was mehr ist. Ja, die spielen jetzt immer 14 Pool, 15 Pool und dann statt Exe das, ne? Erst Pool, dann Exe. Das ist ja beim Zerg momentan viel häufiger zu sehen. Wir können ja auch direkt die Gold nehmen, weil das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ja, ich kann als, wenn ich als Terra die First Exe spiele, habe ich keine Army. Ach so, ja gut, dann... What the fuck? Ich hab so Geschenktüten als Einheiten. Ja genau, das ist das Coole wegen dem Geburtstag. Hammergeile Scheiße. Ach Leute, momentan echt anstrengende Wochen vor uns, ja. Der gute Master, der ist ja auch ein Student. Not enough minerals. Und Studenten haben es echt nicht leicht. Echt nicht leicht, vor allem wenn sie noch arbeiten wollen nebenbei, beziehungsweise ein Einkommen haben wollen. Ah, was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles für Geld? Ja, ja. Naja, also komplett alles würde ich auch nicht tun für Geld, aber viel. Nicht? Nope. Aber ich würde viel tun für Knete. Sag das nicht zu laut. Ja, ja, der kommt drauf an, wie viel Knete. Irgendwann ist da auch die Schmachgrenze weg vom Fenster, wenn man genug Geld geboten wird. Wie war das? Jeder Mensch hat seinen Preis. Ja, wenn genug Geld geboten wird, glaube ich auch. Not enough minerals. Also ich finde meine Worker so ganz schön hässlich, muss ich sagen. Ja, ich finde auch, die sehen irgendwie nicht seltsam aus. Ja, ja. Finde ich allerdings auch. Ach komm, ich baue mich mal standardgemäß vorne auf. Ich meine, auf der Karte ist richtiges Rushen nicht drin. Aber indirekt kann man immer noch gerusht werden. Der Gegner kann immer noch voll schnell pumpen. Und ihr kennt das, Reaper Opening. For the hell. Reaper könnte blöde böse werden. Ja, ich spiele ein Reaper Opening. Ich spiele immer ein Reaper Opening. Ich versuche mal, wobei, ich könnte mal Banshees versuchen. Reaper Opening und dann... Reaper versuchen und dann schauen. Der, ja, ein bisschen fucken. Der Reaper soll eigentlich immer nur nerven. Er hat eigentlich keine andere Bedeutung außer nerven. Sonst macht er wirklich gar nichts. Weil wirklich was reißen kann er nicht. Ich gehe mal gerne beim Terra die Mule töten, die erste, die er macht. Das ist gut. Das ist schrecklich für den. Wenn man alles richtig macht mit meinem Opening, das hat man gerade gesehen, dann gehe ich nämlich ganz kurz auf 0 Minerals runter. Weil ich gleichzeitig die Kommandozentrale und den Reaper spielen kann. Daran seht ihr, ob euer Bild perfekt funktioniert. Wenn sowas klappt, dann habt ihr genau richtig gebildet. Ah, ich habe genau scheiße gebildet, so ein Mist. Ich krieg das ganz gut hin, das Opening. Ich bin ja... Ich habe ja schon an die 400 Matches als Terra. Und eigentlich habe ich damit keine Probleme, aber ich habe gerade den Rotsteinpool verpasst und das war ziemlich blöd. Okay.
gucken wir mal, wo die sind. Ihr seht das, ich baue direkt danach um. Das ist normal. Der erste Reaper kommt dann und dann wird eigentlich umgepflanzt. Also nach Reaper ist dann in dem Gelände. Ich pumpe hier gerade zu viel. Ich mache mich krank irgendwie, wie die Arbeiter aussehen. Also ich würde jetzt am liebsten eine Echse spielen. Ja, das ist auf jeden Fall in der Mache für mich. Komm, spielst du mal ein Hellion. Weil auf der Map Hellion. Könnte böse werden gegen den Zerg, der wird auf Zerglinge gehen bestimmt. Ach lol, bist du... Ist der blöde? Der wollte normal... Der geht hier auf der Karte normal scouten, will er mich verarschen? Netter Versuch. Ich bin übrigens jetzt Echsen gegangen. Okay, hier sind sie auf jeden Fall nicht. Das heißt, oben noch. Ansonsten habe ich nicht... Die sind immer auf der Cross eigentlich. Ja, ich hatte auch schon mal direkt über mir. Das ist dann auch ziemlich ärgerlich. Ihr seht das hier. Kommt dann in Kombination ein bisschen was. Und, ja, Banshee-Opening mache ich eigentlich nie. Gegen den Zerg, kein Thema. Guck mal, der hat auch First Exe gespielt. Die ist schon fertig. Keine Mule. Muss mal die Gold-Echsen abchecken. Ich wette, der Zerg ist so klug gewesen und hat das da auch gemacht. Reaper vs. Reaper. Ja, meine hat verloren den Kampf, leider. Add-on complete. Aber ich hab Medivac, Panzer und Hellion. Also von daher kann mir das eigentlich gerade egal sein, was der gemacht hat. Nee, ohne Witz. Das kann mir wirklich total egal sein. Eine funktionierende Echse ist immer das Maß aller Dinge. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. So, dann würde ich gleich eigentlich schon gerne attacken. Upgrade complete. Ich hau mir mal einen Scan raus. Ja, viel sieht man von denen wirklich nicht. Alter, der hat eigentlich gar nichts. Okay, ich greife jetzt an. Hast du irgendwas? Ein paar Zerglinge. Ich wollte die gleich auch zu Baneling ausbauen. Ich kann einfach hinten reinfliegen und alles auseinandernehmen, so wie das bis jetzt aussieht. Das ist arg wenig, was die haben. Du hast es gerade gesehen. Gerade kam der Reaper, habe ich zumindest gehört, ein. Also der hat unglaublich wenig. Ja, da ist echt ein Reaper gekommen. Er hat's versucht. Ja, kann er ja machen. Ach, da ist der nächste Reaper. Our allies are being attacked. Jetzt mal ohne Witz. Ich kann ihm gleich so unglaublich wehtun, ne? Ich hoffe, dass du das tust. Ja, ich hoffe auch. Brauch mehr Gas, ist gerade wichtig. Ah. War gefailt, arbeitet da. Ach, du bist durchgekommen, ne? So, ich würde. Ach, ich kann gerade nicht scannen, sonst hätte ich das jetzt mal durchgezogen gehabt, den Scan. Upgrade complete. Research complete. You gonna give me orders? Also von mir kommt jetzt ein böser Drop beim Zerg rein. Oh, da sind Banelinge, 4 Stück.
Okay. Ready for pickup? Ich flieg zum Terra rein. Habe ich gerade beschlossen. On my way. Ready for dust off. In the rear, we can't build here. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Life flight. Additional supply depots required. Das hat dem ordentlich wehgetan, denke ich. Du kannst da mehr Schaden anrichten, der ist hinten mit seiner kompletten Army. Da habe ich gerade schon ordentlich Damage gemacht. Voll geil, finde ich. Our allies are being attacked. Go ahead. In rear with the gear. Our allies are being attacked. Hast doch schon relativ viel verloren, ne? Doch, ich hab dem seine ganze Base abgeräumt. Ah, okay. Der Dingens hat nur Marines, und also gegen so meine Bane-Dinge jetzt würde ich sagen, effektiv. Super effektiv, ja. Siehst du richtig. Ah, der hat einsame Marines. Aber bei mir kommt jetzt Raven und halt die nächste Base, ne? Also der hier kannst du dir die Goldechse nehmen, ne? Ach, nimm du die. Schon okay. Ach so, ich hab gerade woanders hin gepflanzt. Also ich brauche mehr Gas. Gold ist gerade nicht so wichtig. Okay. Oh, deine Zerklinge sind da durchgelaufen. So ging gerade nix. Ach scheiße, dein Schleim ist zu weit ausgebreitet. Da kann ich nicht mehr bilden. Ach so, sorry. Macht nix. Passiert. Er can't build here. Insufficient Vespin gas. Insufficient Vespin gas. Insufficient Vespin gas. Schaben hat er. Our allies are being attacked. Der kommt mit den Schaben auch. Add on complete. Ach, warte mal, ich da. Er hat gescannt. Oder was ja. Soll er doch gescannt haben. Additional supply depots required. Insufficient base is under attack. Da ist er. Our allies are being attacked. Research complete. Aber ich habe eine zu starke Army. Our allies are being attacked. Ich habe gerade die komplette Army des Terras auseinandergenommen. Zwei Tanks haben überlebt. Voll geil. Bin stolz auf dich. Uhaha, ich hab zwar auch nichts mehr, aber was soll's, du kannst angreifen. Die haben nichts mehr. Jo. Kannst du nachkommen? Wenn du Gold oder Minerals brauchst, frag ruhig an. Ich hab von allem zu viel. Okay. Additional supply depots required. Not enough minerals. Yo, SCV ready. Not enough minerals. Upgrade complete. State your request. Additional supply depots required. Warte eben.
Na gut, einfach raus. Ich habe eine Abwehrdrohne gemacht. Das heißt, der... Hier, die Abwehrdrohne fängt fast den größten Teil davon ab. Da gibt's kein Durchkommen, Leute. Jawohl, gutes Spiel. Jo. Die Abwehrdrohne hat ein bisschen einen Job gehabt. Mein Raven. Ich habe einfach eine Abwehrdrohne gepufft und dann... war Ende im Gelände für den Kollegen. Ja, das war ein 1-A-Sieg, würde ich mal sagen. Mein Kuchen habe ich gerade bekommen. Hm, genau, das ist der Erfolg. Ja, 2 Bronzis. Ja, haben die auch gespielt, muss man ehrlicherweise zugeben. Ja, das stimmt. Die hatten eigentlich keine Chance. Nee, hatten sie nicht. Wir haben beide relativ gut Einheiten vernichtet. Guck mal, bei Wert der Armee. Hinterher ich. Ja, da bist du abgegangen. Ich habe nur Zwerglinge gepumpt und Banelinge, deswegen, das war immer das Problem. Ja. Ich habe relativ wenig APM geschmissen, mit 50. Aber Leute, das war's schon wieder, ja. Morgen wahrscheinlich wieder Yoshi-Time. Kennt das ja. Und wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein! Ciao! Ciao!